Guten Morgen, ich bin Real Talk erst jetzt aufgewacht. Nee, Mann. Nee, ich stehe jetzt auf, weil hier der Strom ausgegangen ist. Hätte sonst weiter noch irgendwie YouTube geguckt oder so. Jetzt habe ich kein WLAN gerade und kein Licht. Ja, ich wasche mich erstmal. Ach, ist der wunderschöne Morgen. Geräusche, diese Luft. Der Morgenhimmel. Traumhaft. Fickt euch, ihr Deutschen. Fickt euch. Das ist mein Frühstück heute. Kaumiau. Grab. Bing. Ja, ich glaube, so heißt das. Das ist Schweinefleisch. Ja, das ist die gemeinsame Waschmaschine hier. Die ist im Haus gegenüber. Wahrscheinlich die Wohngemeinschaft benutzen alle hier diese zwei Waschmaschinen. 30 Bart, eine Stunde Wäsche. Ja, kann man mal machen, ne? So, es ist ja mittlerweile schon fast 9. Allerhöchste Zeit, sich einen Kaffee zu machen. In Thailand gibt es ja einfach den besten Kaffee überhaupt. So Instant-Kaffee. Versteht ihr, was ich meine? Und meine Mutter hat mir gesagt, ich muss das damit in einer Tasse mischen und dann schmeckt das gar nicht so scheiße. Na, mal gucken. Kaffee ist Kaffee, Alter. Das kann doch nur geil schmecken. Kann man mich dort ernst nehmen? Ich soll damit rumlaufen, weil es sehr heiß ist. Und Sonnencreme. Ich mache normalerweise nie Sonnencreme auf meiner Haut. Ich habe das nie gebraucht. Aber hier, ich meine, da sage ich jetzt nicht nein. Ich meine, hier kann ich das durchaus gebrauchen. Das ist sehr sonnig, warm. Es liegen so viele Blüten auf dem Boden hier. Das sind von diesem Baum. Und sogar das sieht einfach schön aus. Ja, deren Unkraut sieht einfach schön aus. Überall kratzende Hunde. Das sind richtig fette Füße. Das ist einfach Bigfoot, Alter. Nee, eigentlich wollte ich hier drin nicht filmen. Das ist hier natürlich ein Gebetsraum. Weil man hier ja auch nicht mit Schuhen rein darf. Ist ja klar. Aber jetzt, wo sozusagen meine Familie jetzt zusammen noch ein Foto gemacht hatten, gemeinsam, habe ich gedacht, ja, okay, dann kann ich auch ein Video machen. Und dann ist es nicht so, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das wäre respektlos, aber okay. Ich find's richtig toll. Ich finde sowas richtig geil. Das sieht richtig dope aus, Mann. Ich stehe drauf. Coolsten sehen für mich immer die Drachen aus. Drachen sind ja immer in irgendwelchen Tempeln ja immer wieder so. Die sehen immer krass aus. Ja.
überall diese Affen da. Ja, hier ist doch viel los. Ne? Wisst ihr, was das ist? Nee? Ich weiß es nämlich auch nicht. Muss man hier schon mal sagen, hier. Also das mit dem Müllproblem, das haben die Thailänder hier überhaupt nicht im Griff. Weil hier liegt halt überall Schrott und Müll rum. Das ist nicht gut. Vor 2,5 Jahren habe ich hiervon ein Foto gemacht. Das kann man heute noch auf Instagram sehen. Gerne mal liken, ich bin stolz auf dieses Foto, weil es cool aussieht. Das da war früher das Hotel, wo ich war. Und da hinten, ne, rechte Seite des Flusses, da ist das Wak, wo ich gerade eben war. Das ist ein Krankenwagen. Geile Karre, wa? Ja, ich sitze gerade in einem Supermarkt tatsächlich. Und hier, das ist eine Kokosnuss. Ja, werde ich mir jetzt schmecken lassen. Oh Gott, ey, geht das auf? So, da hat man jetzt aus der Kokosnuss oder das Kokosfleisch rausgeschält. Ich glaube, ich stecke hier. Das kann man easy dann reinstecken. Ne? Das Ganze aufmachen kann man sich ersparen. Ja, jedenfalls, wenn man eine Kokosnuss im Ganzen kauft, dann wird sie ja sowieso aufgemacht. Aber, ja, egal. Hier hat man noch Plastik dazu, das ist ja ein Premium in Thailand. Genau das meine ich hier mit den Soda-Drinks. Die schmecken hier anders. Das ist eine andere Herstellung. Gerade die Fanta, da sieht man ganz genau, die ist orange. Hier in Thailand. Fokussier! In Deutschland ist sie gelb, hier ist sie orange. Schmeckt hier auch. Hier schmeckt auch anders hier. Ach ja, andere Flasche. Hier gibt es auch andere Sorten. Ne? Zum Beispiel hier diese. Die gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Hier ist Sprite. Die schmeckt ja auch anders, weil die Sprite hier ist richtig ranzig. Nicht zu empfehlen. Ich bin ja auch Bierexperte. LOL. Dann kann ich euch auch was sagen hier. Das gute Chang-Bier, das schmeckt genauso wie das Bier in Deutschland. Chang. Beziehungsweise genauso wie Carlsberg, weil es eigentlich im Prinzip das eine und das gleiche Bier ist. Und dann gibt es ja noch Leo. Leo ist das richtige Männerbier, wie du hier siehst. Ein richtig harter Mann ist da vorne. Und das schmeckt wie Sternburg. Ich sitze wieder im Supermarkt, Alter, wie bei Edeka in Friedrichshagen. Ich habe mir das geholt, weil ich das nicht kenne. Und hat mir gesagt, das ist ein Energy Drink. In so einem Glasfläschchen. Schmeckt so wie ein Energy Drink. Sehr hustensaftig. White Shark. Ja, ich frage mich, ob sich irgendjemand hier auf diese Bank setzen wird in nächster Zeit. Oder ob sich überhaupt jemand bisher darauf gesetzt hat. Ich gehe mal da hin. Ich weiß nicht, was da ist. Ach, überall diese Bananenbäume. Ja, das fällt einem ziemlich schnell hier auf. In Thailand gibt es halt... liegen halt so viele sinnlose Dinge einfach rum, ja, wie zum Beispiel hier eine richtig lange Eisenstange von Mauerwand zu Mauerwand liegt da so drauf. Ja.
ein bisschen beeindruckend, ja. Da hinten sieht man noch so ein bisschen die Berge. Na du Hund. Das hier ist das... Ach. Nee, warte. Ja, genau, das hieß... Ngan Wat. Ngan Wat. Ach, keine Ahnung, oder so ähnlich. So ein Fest mit viel zu fressen und viel Rummel. Ein bisschen Foodporn. So. Die wagen es, den guten Döner nachzuahmen. Was nehmen die überhaupt für Brot? Ach so, das ist dann Dürüm, okay.